Guten Morgen, meine Kleinen. Na komm. Frühstück. Helene! Helene, wo bleibt mein Ei? Entschuldigt mich. Wo hast du so lange herumgetrödelt? Dein Vater stirbt mit den Händen weg. Und du liegst mir nur auf der Tasche. Was stehst du da? Wie bestellt und nicht abgeholt? Hast du nichts zu tun? Faules Ding. Lass das. Habe. Ich geh auf den Markt. Weg, 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 weg. Kannst du sowieso nicht. Husch! Duck dich! Ihr seht wunderschön aus, Mutter. Ich bin nicht deine Mutter. Ich bin viel zu jung, um deine Mutter zu sein. Die Federn von den Kehlen. Alle Säcke da. Wenn ich zurückkomme, bist du fertig. Ja, Stiefel. Halt den Mund! Sonst kannst du ab morgen draußen schlafen. So, mein Schätzchen. Wir gehen auf den Markt. Kommt einer ran! So was habt ihr noch nie gesehen! Der hat einen Wurm. Halt, ihr könnt nicht einfach nehmen, was ihr wollt, ohne zu zahlen. Platz da! Platz da für Prinz Lassmann! Platz, der Prinz geht auf Jagd im Bärenwald! Platz für Prinz Lassmann! Nilo, komm hier hinter! Was machst du da? Der Prinz Lassmann hat doch keine Frau! Exzellenz! Halt! Fisch. Oh nein, warum hilft mir denn keiner? Ist denn niemand auf Gottes weiter Erde, der sich meiner erbarme? Da bin ich. Womit kann ich dienen? Wer seid ihr? Ich bin Cleo, die Fee. Du hast mich gerufen. Nein. Doch. Ist denn niemand auf Gottes weiter Erde, der sich meiner erbarme? Also, da bin ich. Was willst du? Juwelen, Kutschen, ewiges Leben. Die gängigen Sachen zaubere ich so aus dem Ärmel. Ich bräuchte 12 Säcke geschleiste Federn. Federn? Ohne Kiel. Na dann, weiß ich jetzt, was ich wohl will. Weiche Federn ohne Kiel. Das ist ja wunderbar. Ich danke euch von Herzen. Du darfst mich Cleo nennen. Ich bin ja auch erst 150. Das ist sehr jung für eine Fee. Oh.
Ich werde gerufen. Ein Wunsch wartet. Was ist denn hier passiert? Seht, ich bin fertig. Ihr werdet diesen Winter nicht frieren müssen. Die Aufgabe war wohl zu leicht für dich. Nimm mir ein Kleid. Eine Prinzessin würdig. Bis morgen früh. Auf Gottes weiter Erde, der sich meiner erbarme. Ich dachte, du kommst nicht. Du hast mich doch gerufen. Ich dachte, ich habe vielleicht nur einen Wunsch frei. Wenn du mich rufst, komme ich. Aber nicht gleich sofort. Also? Ich brauche ein Kleid. Einer Prinzessin würdig. Ja, das ist so viel besser als so ein paar olle Federn. Weiß ich jetzt, was ich wohl will? Gib ein Kleid mir mit viel Stil. Das ist so schön. Meine Stiefmutter wird begeistert sein. Moment, das ist für deine Stiefmutter. Helene! Wo ist mein Ei, wo ist mein Gewand? Hier. Das hat ja gar keinen vernünftigen Ausschnitt. Wie soll ich denn da mit einem Prinzen ver... Das hast du mit Absicht gemacht, du dummes Ding. Nein, bitte, ich tue alles, ich mach's richtig. Du tust alles, du kannst alles? Ja. Glaubst du, du bist was Besonderes? Was wollt... Schnell! Bau mir ein Schloss. Ein Schloss? Ein Schloss, ja. Im Bärenwald. Mit Türmen, allem. Der Prinz ist auf der Jagd. Er wird in mein Schloss einkehren und dann... Du kannst doch alles. Sonst bekommst du den hier zu schmecken. Der Dicke, der Alex, der meint, der hat mich schon, ja? Der reitet von vorne auf mich zu, aber denkst du, na, ich einfach so mit der linken Hand greife ich einmal hier rüber. Ich war nicht dabei, aber ich habe mit Maria gesprochen und die hat gesagt, sie hat dich überholt. Ihr verjagt jedes Tier im Umkreis mit eurem Gerede. Wir sind ausgeritten, einen Hirschen zu schießen. Habt ihr gar keinen Ehrgeiz? Wisst ihr was? Ich reite allein weiter. Eure Hoheit, wir sind doch eure Leibwache. Ja, schlimm genug, dass ich der Einzige bin, der schießen kann. Wartet hier. Bis Mittag bin ich zurück. Hier ist schön. Aber ein ganzes Schloss, Cleo? Schaffst du das? Die Frage ist eher, will ich das? Für deine Stiefmutter. Du verstehst das nicht. Sie hat mich wirklich gern. Sie kann das nur nicht so zeigen. Das stimmt. Bitte, Cleo, hilf mir. Noch einmal. Weiß ich wohl, was ich jetzt brauche? Ein Schloss mit Turm und Mauern auf. Oh, Cleo. Das ist wirklich eines Prinzen würdig. Dann wird es wohl auch einer Gertrud recht sein. Was war das denn? Überraschung. Oh, oh. Ein Schloss. Ein echtes Schloss. Wie zum Teufel hat sie das gemacht? Was sagt ihr? Gefällt es euch? Es ist ein
Bisschen schlicht, aber nichts übersehen. Gut. Dann gehen wir doch mal in den Keller. Ah. Sehr schön. Geh, hol mir einen Apfel. Na, geh schon. Stell dich nicht so an, du dummes Ding. Bitte, ich hab doch alles getan, was ihr wolltet. Ihr habt doch euer Schloss. Und was bist du für ein merkwürdiges Kind, das ein Schloss baut an einem Tag? Hm? Ha? Na los! Na los jetzt! Stiefmutter! Oh nein. Oh nein, oh nein. Ist denn niemand auf Gottes weiter Erde, der sich meiner erbarme? Oh. Was ist es diesmal? Das hast du nicht umsonst getan. Das wirst du mir büßen. Bravo. Ihr könnt die doch nicht einfach da drin einsperren. Wozu hast du mich dann gerufen? Was mache ich denn jetzt? Wie wäre es, wenn du dir mal was wünschtest, was nur für dich ist? Nur für mich? Euch einen guten Tag. Ist der Hausherr zu sprechen? Wen darf ich melden? Ich bin... lang unterwegs und... wäre dankbar für eine Rast. Und woher weiß ich, dass ihr uns nicht ausrauben wollt? Wie könnt ihr so unhöflich sein? Schau doch, wie der aussieht. So hat man nicht auszusehen. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Ja, ich war auf der Jagd und hab mich verirrt. Ich muss zu weit geritten sein. Ich wusste nicht, dass hier ein Schloss ist. Ja, das hat... Da seid ihr sehr weit geritten. Zu weit. Ich will euch keine Umstände machen, aber hättet ihr Wasser? Für mein Pferd. Es soll euer Schaden nicht sein. Was, wenn er ein Dieb ist oder gar Schlimmeres? So sieht er nicht aus. Deine Menschenkenntnis ist ja auch weltberühmt. Bitte, mein Herr. Danke, Herrin. Ihr seid sehr gütig. Obacht, Meister. Ich hab dich im Auge. Du warst durstig, hm? Ja. Ja. Danke nochmals für eure Gastfreundschaft. Seltsam. Ein Pferd lässt sich sonst nur von mir anfassen. Was ist denn eigentlich eure Gouvernante? Ach, die ist... Seid ihr hungrig? Also, wenn ihr mich so fragt, ja. Wartet hier, ich gehe kurz rein und... Alles in Ordnung? Meine Stiefmutter ist... Äpfel holen. Mein Herr, ich weiß gar nicht, wo bei uns die Küche ist. Ich weiß auch nicht, wo meinem Schloss die Küche ist. Aber ich bin sicher, wir finden sie. Mein Herr? Wir sind gerade erst eingezogen. Nein! Das Zimmer ist unbewohnt. Halt! Nicht darunter! Aber die meisten Küchen sind unten. Unsere nicht. Ganz sicher. Mein Herr, ich muss euch etwas sagen. Ich, Hier ist alles, was wir brauchen. Was wolltet ihr sagen? Ach. Danke, Cleo. Am besten, wir nehmen es mit raus. Keine Angst.
Sie holt uns hier bald raus. Das hält sie nicht durch, das dumme Ding. Und dann wird sie büßen. Sie wird büßen. Wie konnte ich diesen Ort nicht kennen? Euer Schloss ist wirklich eindrucksvoll. Ich finde es unheimlich. Fürchtet euch nicht. Ich würde euch gegen alles und jeden, sogar gegen Geister, verteidigen. Oh, verzeiht, es tut mir sehr leid. Schon gut, ich fühle mich sehr sicher. Das passiert mir sonst nie, so immer nur, wenn ich aufgeregt bin. Warum seid ihr aufgeregt? Naja, weil ich hier sitze mit euch und einen guten Eindruck machen will. Das tut ihr doch schon. Ihr auch. Verzeiht, da zerschlage ich euer Porzellan und hab mich gar nicht vorgestellt. Prinz Lassmann, zu euren Diensten. Ein Prinz? Naja, der Prinz. Vom ganzen Land. Oder vom Nachbarland, da ich nicht weiß, wo ich hier bin. Verzeiht, Hoheit. Nein, nein, bitte. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mich einfach Lassmann nennt. Ich bin Helene. Dann lasst uns heute einfach nur Helene und Lassmann sein. Ja? Fernem Land gefangen war ein Mädel, hübsch und fein, sah rot und weiß, war blond von Haar, seufzt Tag und Nacht und weinte gar, wollt gern erlöset sein, wollt gern erlöset sein. Es war ein wunderschöner Tag. Eigentlich der schönste, an den ich mich erinnern kann. Für mich auch. Gibt es irgendeinen Wunsch, den ich euch erfüllen kann? Seht, es macht, was ich will. Da hat sie einen Wunsch bei einem Prinzen frei und alles, was ihr einfällt, ist eine Runde auf seinem Pferd. Seid ihr so frei? Es wird bald dunkel. Ich bin weit geritten. Bei Hof wird man sich Sorgen machen. Ich will euch nicht aufhalten. Helene, darf ich wiederkommen? Und könnt ihr euch dann vorstellen, mich zu begleiten als meine Braut? Es fällt so schwer, euch zu verlassen. Ich möchte jeden Tag mit euch verbringen, so wie heute. Verzeiht, wenn ihr anders empfindet. Nein. Ich meine ja. Ja? Ja. Meine Braut. Wartet hier auf mich. Morgen Mittag bin ich wieder da. Ich werde warten, hier bei der Linde. Gebt mir ein Pfand, damit ich weiß, dass ich nicht träume. Niemand soll euch dorthin küssen, bis ihr wieder bei mir seid. Ich schwöre. Bei meiner Ehre. Mein Prinz. Wie kann ein Prinz verloren gehen? In unserem Bärenwald. Der Prinz wollte unbedingt alleine weiterreiten. Dann wollte er mittags auch zurückkommen. Er hat nichts zu wollen. Er ist ein Prinz. Ihr hättet ihn nicht aus den Augen lassen dürfen. Wir haben überall gesucht, obwohl er uns befohlen hat, an Ort und Stelle zu bleiben. In den Kerker mit Ihnen. Jawohl, Eure Hoheit.
Na los. Kommt jetzt. Lass mal. Mutter, lass sie frei. Es ist nicht ihre Schuld. Wo bist du gewesen? Ist dir was zugestoßen? Ja, ich hab mich verliebt. Mutter, ich hab eine Braut gefunden. Moment! Du hast bereits eine Braut. Ja, sieh mich nicht so an. Ich gab König Justus mein Wort, als seine Tochter Josephine geboren wurde. Das habt ihr mir nie gesagt. Du warst noch nicht so weit. Unser Reich braucht starke Verbündete. Wir wollen doch in Frieden leben, oder? Ja, natürlich, aber das muss sich doch auch anders regeln lassen. Durch nichts lässt sich ein Bündnis leichter regeln wie durch eine Hochzeit. Du hast Josephine immer sehr gemocht. Als Kinder wart ihr unzertrennlich. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Er hat recht. Laden wir sie ein. Vater, bei allem Respekt. Ich habe Helene mein Herz versprochen und ich stehe zu meinem Wort. Genau wie ich. Reite zu König Justus Hof, es ist Zeit, die Hochzeit zu besprechen. Vater, bitte, ich flehe euch an. Kein Wort mehr. In deine Gemächer und dort bleibst du, bis du diese Helene vergessen hast. Dein Wort. Ich muss zu Helene. Prinzessin Josephine kommt. Bis dahin habe ich die wahre Braut längst heimgeführt. Wenn sie nicht bald kommt, muss ich dir den Hals umdrehen. Du willst doch nicht, dass Frauchen verhungert. Rex, hierher! Ach, dummes Vieh. Wurde ja auch mal Zeit. Komm, hilf ihr schon. Nein. Ich verlasse dich. Ach ja. Und wo willst du hin? Zu jemandem, der mich wirklich liebt. Wer soll das sein? Irgend so ein dummer Bauernlümmel oder was? Nein. Ach, der Prinz. Ist er wirklich gekommen? Ist er oben? Wartet er auf dich? Nein. Oh, er ist weg. Dummes Ding, er hat sich einen Spaß gemacht mit dir. Was soll ein Prinz auch an dir finden? Du bist nichts, du kannst nichts und niemand hat dich je geliebt. Mein Vater hat mich geliebt. Dein Vater? Mein Dummkopf. Bleib! Komm zurück! Helene! Helene! Hey, hey. Oh!
Welt? Wo wollt ihr hin? Bitte, ich muss zu Prinz Lassmann. Ist er da? Geht es ihm gut? Oh ja. Seine Hoheit ist wohl auf. Und wer seid ihr, meine Dame? Ich bin Helene, seine Braut. Ah. Die Braut von Prinz Lassmann heißt Prinzessin Josephine. Prinzessin Josephine? Mhm. Im Frühjahr, da ist Hochzeitsfeier. Ihr lügt. Das kann nicht wahr sein. Bitte deine Zunge und mach, dass du wegkommst. Oder sollen wir dir Beine machen? Du bist nichts. Du kannst nichts. Und niemand hat dich je geliebt. Mein Prinz, ihr seid zurückgekehrt. Es hat von mir erzählt. Verzeiht, ihr müsst die Stiefmutter sein. Ich wollte nicht einfach so hereinstürmen. Es ist nur, ich suche Helene. Helene. Mein armes Kind. Helft mir. Was habt ihr denn? Was ist geschehen? Ein Überfall, Verbrecher, Mörder. Meine arme Helene, sie ist tot. Was? Das kann nicht sein. Wann? Heute Nacht ist es passiert. Ich habe gesehen, wie sie sie erschlagen haben. Mit diesen Augen habe ich... Das darf nicht sein. Das glaube ich nicht, sie... Sie ist nicht tot, sie kann nicht tot sein. Wo ist sie, bitte? Ich muss sie sehen. Sie haben sie mitgenommen. Sie haben sie einfach mitgenommen, diese Tiere. Wir haben sie für immer verloren. Für immer. Dummes Ding. Denn niemand auf Gottes weiter Erde, der sich meiner erbarme. Cleo? Bist du auch allein? Hallo? Hallo? Wilhelmine, da bist du ja. Ich heiße... Eine Freundin hast du auch mitgebracht. Nur herein. Lassmann, Gott sei Dank. Was ist? Hast du ihr von Josephine erzählt? War sie sehr enttäuscht? Sie ist tot. Ein Überfall. Lass mich.
würde gerne mal wieder in Gesellschaft essen. Ich habe gar keinen Hunger. Oh nein, bitte. Du würdest mir einen Riesengefallen tun. Bitte. Was machst du denn so allein im Wald? Wenn es dunkel wird, ist es gefährlich. Solltest längst zu Hause sein. Ich habe gar kein Zuhause mehr. Ja, ich schlafe draußen bei den Schafen, wegen der Wölfe. Du kannst das alte Bett in der Kammer haben. Danke, das kann ich nicht annehmen. Ach, verstehe. Ja. Ist ein Jammer. Ich werde Wilhelmine schlachten müssen. Ich schaffe es einfach nicht, mich um alles zu kümmern. Aber das könnte ich doch tun. Nein, danke, das kann ich nicht annehmen. Außer, du schläfst hier und bekommst zu essen. Was meinst du? Da bin ich. Cleo, was willst du hier? Du hast mich gerufen. Ja, heute früh. Da komme ich, um dir Wünsche zu erfüllen und du machst mir Vorwürfe. Was machst du überhaupt hier? Es ist wegen Prinz Lasmann. Ein Prinz? Etwa der mit dem Pferd? Ja. Er hat gesagt, er will mich heiraten und dann war er weg und jetzt heiratet er eine Prinzessin. Er ist ein Prinz. Was erwartest du? Guck nicht so traurig. Du hast doch eine Fee. Ich zauber dir einen neuen, einen besseren. Wie soll der neue Prinz denn sein? Es geht doch nicht darum, dass es ein Prinz ist. Ich bin 150 Jahre alt, Helene. Mir kannst du nichts erzählen. Nein, er ist... Er war mein Prinz. Er war Lasmann. Den kannst du nicht zaubern. Wenn du meinst. Ich will mich nicht aufdrängen. Nur noch wir beide, Lämmchen, knie nieder und vergiss deiner Ehre nicht. So wie der Prinz Lasmann die arme Helene vergaß, als sie unter der grünen Linde saß. Da sind sie ja. Willkommen! Lasmann, bitte, du kannst sie wenigstens begrüßen. Katharina. Hallo, meine Liebe. Albert, welch Freude. Justus, mein Freund. Na, wie so, meine Liebe. Ausgezeichnet, meine Liebe. Herzlich willkommen, mein Kind. Ich danke euch für die Einladung. Prinz Lasmann. Ich hatte schon Angst, ich erkenne euch nicht mehr. Ihr seid aber groß geworden. Josefine? Albert, habt ihr noch diesen herrlichen Spätburgunder? Nach einer Reise könnte ich wohl einen gebrauchen. Aber natürlich. Otto sticht allen Fässlein an. Was warst du denn schon wieder?
Helene, tut mir leid, du musst heute alleine frühstücken. Ich muss zum Markt den Schafskäse verkaufen. Nicht, dass es sich lohnt. Die Frauen gehen an mir vorbei, als wenn ich unsichtbar wäre. Frauen mögen es, wenn es hübsch aussieht. Ja, ich bin zwar alt, aber so hässlich bin ich nur auch wieder. Nein, nicht ihr. Aber euer Käse. So der. Der Schafskäse sieht nun mal nicht hübsch aus. Das ist ja was ganz anderes. So werde ich ihn darbieten. Viel Glück. Das habe ich. Mit dir. Ihr wollt nicht heiraten. Wollt ihr? Wir brauchen das Bündnis für unser Volk. Es geht nicht darum, was wir wollen. Ich weiß. Und ihr habt recht. Aber ich habe mich verliebt. Und ich muss immer an sie denken. Eure Eltern haben mir nichts gesagt. Sie steht unserer Hochzeit ja auch nicht mehr im Wege. Sie ist tot. Das tut mir leid. Mein Vater sollte es leid tun. Er hätte euch niemals einladen dürfen. Er hätte niemals... Euer Vater tut nur seine Pflicht. Er wurde auch verheiratet. Er ist glücklich. Ich sollte auch nicht. Er hat meine Mutter geheiratet. Und ihr heiratet mich. Ich bin nicht euer Feind, Lassmann. Helene! Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich hab den ganzen Käse verkauft. Es gibt ein Festmahl, Helene. Mit Wein und Schinken. Euer Käse ist eben wirklich gut. Aber dank dir haben die Leute das auch gemerkt. Ich werde die ganze Woche nicht schlachten müssen. So viel haben wir verdient. Ich tue das ja nicht gern, weißt du. Ich liebe ja meine Tiere. Warum verkauft ihr nicht die Wolle? Gut gesponnen ist sie mehr wert als das Fleisch. Zum Spinnen braucht es Geschick. Als meine Frau noch lebte, hat die das gemacht. Aber hier mit den alten Händen, weißt du. Ich kann es versuchen. Aber ob das hier... Ob das hier noch zu retten ist, da braucht es wohl eher ein Wunder. Schon so spät. Ich hätte längst Essen machen sollen. Mach lieber mal Pause und sieh her. Ich habe unsere Wolle gegen Stoffe eingetauscht, wie du gesagt hast. Sehr gut. Ich will versuchen, daraus Kleider zu nähen. Ihr sollt nie mehr hungern, Väterchen. Ach, du sorgst so gut für mich. Der ist besonders fein. Fein genug für ein Hochzeitskleid. Ich mache ihn nur schmutzig. Ach, Helene. Ist es gut? Dann kann ich den Winter überarbeiten. Helene, du sollst nicht nur arbeiten. Du musst auch mal Freude haben, Kind. Es macht mir Freude zu arbeiten. Thank you.
Karren ist fertig. Ja, schön. Dann kann's ja losgehen. Peterchen? Ja, was ist denn? Ich wollte nicht gehen. Nein, du wirst gehen. Ich soll gehen? Auf den Markt. Was denkst du denn? Auf den Markt wirst du gehen. Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber ich habe doch noch nie was verkauft. Ja und? Du hast diese Kleider gemacht. Den ganzen Winter hast du dran gesessen. Dann sollst du auch die Lorbeeren ernten. Du bist neu hier? Ja. Zeig mal. Ich habe diese Kleider gemacht. Gut, gut. Du kannst dich hier hinstellen. Ich habe es zuerst gesehen. Ich gebe euch einen Gulden mehr. Wie wäre es hiermit? Ich denke, das könnte euch schmeicheln. Habt ihr noch so eins? Platz für Prinz Lassmann. Sehr schön. Was ist? Ich habe einen Geist gesehen. Die Hochzeit wird die Geister schon vertreiben. Ja. Was habe ich gesagt? Wir sind reich. Ich will nicht mehr auf den Markt. Es ist besser, wenn ich hier bleibe und nähe. Oh, Kindchen, du kannst dich doch nicht ewig hier verstecken. Willst doch mal einen netten jungen Mann kennenlernen. Nein. Es gab da mal einen, aber er hat mich vergessen. Oh, Kindchen, es kommt ein anderer. Du bist noch so jung. Aber ich kann ihn nicht vergessen. Na, dann bleibst du eben hier, solange du willst. Versteck dich hinter meinem Rücken. Ah! Oh, oh, oh. Peterchen? Ich fürchte, den Markt wirst du weiter übernehmen müssen. Ich hole euch ein Fell für den Rücken. Es ist wunderbar. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Nächstes Mal bringe ich das Grüne mit. Danke. Und die Rosen, die schenke ich der Königin. Beiseite, beiseite, bitte beiseite für die Prinzessin Josephine. Seht mal das Gewand. Ich will sie den noch kaufen. Zum Glück bin ich kein Prinz. Doch, ich wünschte, ich wäre einer. Was ist das für ein Stoff? Ist das dein Stand? Es ist Seide, Eure Hoheit. Hast du das selbst genäht? Du bist ja eine Künstlerin. Ich bin mir sicher, das passt. Und die auch für meine Brautjungfern. Nehmt sie mit aufs Schloss. Und die Kleider auch. Für alle. Aber ich kann nicht mit aufs Schloss. Die Kleider sind für die Hochzeit deines Prinzen. Das ist eine Ehre. Otto, pack mit an. Ja. Bitte, ich will wirklich nicht mit aufs Schloss. Das ist keine Einladung, das ist ein Befehl. Sieh an, wer wieder da ist. Da kommt die Braut. Das ist wirklich wie für mich gemacht. Wo hast du so nähen gelernt? Ich habe es mir selbst beigebracht. War das nicht furchtbar schwer? Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Außerdem macht es mir Spaß, so etwas Schönes zu schaffen. Das glaube ich. Ach, ich beneide dich. Ihr mich? Ja. Ich würde auch gerne etwas Sinnvolles tun. Etwas bewirken. Ich hätte so große Pläne für unser Land. Aber ihr seid die Prinzessin. Eben. Und Prinzessinnen tun, was von ihnen erwartet wird. Heiraten zum Beispiel. Nicht gut? Doch, doch. Aber? Verzeih dich. Wo willst du mit den Kleidern hin? Josephine? Prinz Lassmann! Das bringt Unglück, wenn der Bräutigam das Brautkleid sieht.
Weshalb trägst du es dann? Ich habe Anprobe mit meiner Schneiderin. Hoheit? Kennen wir uns? Raus mit euch! Warte! Die Kleider! Meine Brautjungfern müssen die doch noch anprobieren! Du kommst doch morgen wieder? Ich verlasse mich auf dich! Nimm mich in Knie nieder und vergiss deine Ehre nicht. So wie der Prinz Lassmann ihr Helene vergaß, als sie unter der grünen Linde saß. Kindchen, was ist denn passiert? Prinzessin Josephine hat alle meine Kleider gekauft. Ich soll sie morgen ihren Brautjungfern anpassen. Darum weinst du so? Nein, sie heiratet den Prinzen und er ist der denn nicht. Sie ist so nett zu mir, aber ich kann da nicht wieder hin. Denk daran, was du eben zu deinem Lamm gesagt hast. Vergiss deiner Ehre nicht. Aber er hat seine doch zuerst vergessen. Warum seid ihr so hart zu mir? Du sagst doch immer Väterchen zu mir. Ein Vater ist dazu da, sein Kind aufwachsen zu lassen, nicht ihm nach dem Mund zu reden. Ich bin stolz auf dich. Vorsicht! Es tut mir leid, der Stoff ist so fein, ich kann das nicht nähen. Versuch es, bitte. Sie sollen doch genauso schön aussehen wie ich. Das werden sie, versprochen. Du bist zurück. Gott sei Dank, ohne dich sind wir verloren. Ihr werdet alle wunderschön sein. Das blaue Kleid steht für den Mond. Habt ihr etwas Silbernes? Und euer Kleid strahlt wie die Sonne. Ihr solltet Goldschmuck dazu tragen. Mhm. Wartet, wartet, wartet. Es fehlt noch etwas. Etwas ganz Entscheidendes. Die Sterne. Dank deiner Kleider freue ich mich richtig auf die Hochzeit. Ich möchte, dass du meine dritte Brautjungfer bist. Bitte. 3 ist eine magische Zahl, die bringt Glück. Und das kann ich brauchen. Wer ist diese Person? Schafft sie fort! Schon gut. Ich gehe. Verzeiht. Helene, warte! Ist sie das Mädchen, von dem du gesprochen hast? Was macht er da? Wo will er hin? Oh, Königin! Helene, wartet! Helene! Ihr seid es. Ich wusste es, ich bin nicht verrückt. Ich habe euch auf dem Markt gesehen und das bei Josephines Gemächern, das war dir. Ja, und wenn? Es ist eure Hochzeit, eure Braut wartet auf euch. Sie ist nicht mehr meine Braut. Habt ihr sie auch so schnell vergessen? Ich habe euch nie vergessen. Ihr seid ein Lügner, Hoheit. Und ein Feigling. Prinzessin Josephine hat etwas Besseres verdient und ich auch. Lass mal! Zurück zum Altar. Ich befehle es dir. Was ist in dich gefahren? Willst du das ganze Land ins Unglück stürzen? Vater, ich schwöre, ich tue alles, was ich kann, aber diese Hochzeit,
Das kann ich nicht. Wenn du jetzt gehst, bist du nicht mehr mein Sohn. Du wirst niemals König werden. Zu ihnen ins Schloss! Lauf so schnell du kannst! Du hast mich gerufen? Nein. Sicher? Das ist mir in 150 Jahren noch nicht passiert. Vielleicht innerlich. Cleo, er hat gesagt, er hat mich nicht vergessen. Aber warum hat er mich dann verleugnet? Was mache ich denn jetzt? Ich liebe ihn noch immer, aber ich kann doch Prinzessin Josephine nicht den Mann stehlen. Das ehrt dich. Prinz Lassmann dachte, du wärst tot. Er war sehr verzweifelt. Warum erzählt ihr mir das? Er ist mein Freund. Und er liebt dich. Geh zu ihm. Hey, Kutscher! Danke. Danke euch beiden. Und was wollt ihr jetzt tun? Jedenfalls nicht heiraten. Ich muss einen Vertrag aufsetzen, der das Bündnis zwischen den beiden Reichen festigt. Also, wenn ihr Hilfe benötigt. Ich habe eine flinke Feder. Helene! Helene, wenn ihr hier seid, sprecht mit mir! Hier. Ist Helene hier? Was ist damals wirklich passiert? Sag mir die Wahrheit. Sprecht, Weib! Ich fürchte, ich habe mich geirrt, mein Prinz. Sie ist noch am Leben. Und die Räuber? Ihr sagtet, ihr hättet selbst gesehen, wie sie gestorben sei. Habe ich das? Aber ob tot oder lebendig, euch bekommt sie nicht. Geh zurück. Zurück mit euch! Seid ihr aufgeregt, kleiner Prinz? Ihr werdet immer bei mir bleiben. Hier, in meinem Schloss. Jetzt reicht! Dummes Ding. Hoheit! Lassmann. Oh. Helene, ich muss dir etwas sagen. Ich bin kein Prinz mehr. Als ich vorhin ging, da verlor ich mein Erbe, mein Schloss. Ich brauch kein Schloss. Mich braucht ihr wohl auch nicht mehr. Nein. Aber ich will dich. Ich will. Das ist beeindruckend. Aber ich kann mit einer Prinzessin keine Staatsgeschäfte machen. Aber warum denn nicht, mein lieber Albert? Josephine ist ein Naturtalent. Ich selbst hätte das nicht besser ausführen können. Die Heirat wäre auch nichts anderes gewesen als ein Staatsgeschäft. Mein Krieg! Verzeihung, Prinz Lassmann ist zurück. Mit Helene. Verzeiht, Vater. Ich möchte euch meine wahre Braut vorstellen.
So geht das nicht. Eben stand er noch mit Prinzessin Josephine vorm Altar. Weil ich dachte, Helene wäre tot. Sie ist die Frau, die ich liebe. Und sie ist meine Freundin. Josephine. Ihr seid nicht wütend auf sie? Auf die beiden? Nein. Wenn eure Freundschaft das hier übersteht, wird wohl auch der Friede von Dauer sein. Das heißt, ich bin wieder euer Sohn? Mein Sohn. Das schreit förmlich nach einem Fass Spätburgunder. Willkommen in der Familie. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.